So, wir spielen Sports Scramble. Da bin ich wieder. Ja, was schulde ich euch? Baseball. Und da schauen wir jetzt rein. Ich bin's, euer Toxic. So. Das Ding hat mich gerade... Willkommen zurück bei Sports Scramble. Das Ding... In Sports Scramble kannst du 60 Trophäen Hallo? Erlangen. Versuch sie dir alle zu holen. Hallo. So. Das Ding hat mich auf einmal in Deutsch begrüßt. Ich glaube, das ist neu, ne? War das nicht vorher alles in Englisch? Dann gab es da wohl ein Update oder ich habe irgendwas verpasst. Keine Ahnung. Okay. Ich guck mal kurz in die Option, weil er hat mir alles neu eingerichtet und so. Ich habe echt keine Ahnung, was hier passiert ist. Greiftasten sortieren. War das vorher nicht alles in Englisch, Leute? Sportoptionen. Wurfniveau, Schlaghand, Wurfhand, alles gut. Ja, das war vorher in Englisch, ne? Das finde ich ja mal richtig cool. Also Sports Scramble jetzt in Deutsch. So, ich stelle mich mal in dieses Kreis. Ich hoffe, ich stehe noch richtig. So, ich mache mal einmal zentrieren. So. Warum der mich immer so schief hier reinstellt, weiß ich nicht. Okay, wir gucken jetzt in Baseball. Da ist Baseball. Da. Jo. Baseball. Nimm deinen Wurfarm auf. Gleich geht es los. So, kann man es zentrieren, ja, ne? Da war doch was. So, wir machen erstmal Training. Training. Die zwei hatten wir schon. Also machen wir da weiter. Spielen. So, also Baseball ist eigentlich nicht meins. Ich mach mal ein bisschen leiser. Natürlich wäre es nicht Sports Scramble ohne etwas durcheinander. Alles in Deutsch. Ist doch spitze. An dieser Station üben wir den Umgang mit verschiedenen Arten von Würfen. Ja, ja, komm. Los geht's. Los geht's. So. In Sports Scramble kannst du außer einem Baseball noch viele andere Dinge für einen Wurf nutzen. Mhm. Wasserball, Frisbee, Bowlingkugel und Hockeypuck sind nur einige Beispiele. Kommen wieder die Scramble-Bälle. Scramble-Zieleinladung erscheinen vor jedem Wurf vor dem Fänger. Jo. Wenn du eines dieser Ziele triffst, erhältst du diese Sorte Ball für deinen nächsten Wurf. Okay. Spieleinladung fangen wir mit dem Frisbee an. Zertrümmere das Frisbee-Ziel mit einem Wurf. Fang mit diesem Ball an. Spieleinladung erhalten. Aha. So, wie war das so, ne? Genau. Hab nicht getroffen, also wirklich. Spieleinladung erhalten. Zertrümmere das Frisbee-Ziel. Ey. Zertrümmere das Frisbee-Ziel. Ja, ist doch gut. Ich triff das Ding nicht, ey. Spieleinladung erhalten. Ja. Super. Getroffen. Nachdem du ein Scramble-Ziel zertrümmert hast, erhältst du weitere Wurfoptionen, wenn du den Handschuh öffnest. Spieleinladung den erhalten. Ball vom Fänger. Ich bekomme die ganze Zeit Spieleinladungen, Leute, und ich wollte hier gerade ein Let's Play aufnehmen. Ich habe das Ding nicht gefangen. Spieleinladung erhalten. So, Leute, sollen wir da reingehen? In die ich habe einen Frisbee. Die sieht ja cool aus. So. Jetzt nimm das Frisbee und wirf es zum Fänger. Hab ich. Wie du siehst, hat jede Ballart andere Auswirkungen aufs Spiel. Jo. Das Frisbee fliegt beispielsweise immer eine Kurve und ist damit für deinen Gegner schwer zu treffen. Unterhalten wir uns jetzt über Wechselbälle. Wechselbälle. Scramble-Ziele in dieser Farbe sind Wechselbälle. Wird ein Wechselball geworfen, ändert er bei Kontakt den Schläger deines Gegners. Jo. Dieser Schlagmann hat gerade einen klassischen Holzschläger. Ja. Lass uns versuchen, das zu ändern. Machen wir. Triff das Frisbee-Ziel noch einmal. Jo. Ich hoffe jetzt beim ersten Mal. Komm, schmeiß. So, und? Super. Jawohl. Da kommt der Ball vom Fänger. Wie du siehst, ist das Frisbee jetzt von einem Effekt umgeben. Das heißt, es... Jetzt war ich zu schnell, ne? Egal, wir schmeißen einfach. Sehr schön. Dein Gegner hat jetzt einen schlaffen Fisch als Schläger und der ist wesentlich schwächer als der Holzschläger. Aha. Den gegnerischen Schläger zu vertauschen, kann im Spiel eine gute Strategie sein. Setze sie klug ein. Jo, mach ich. Schließe die Station ab, indem du unterschiedliche Ballarten wirfst. Mach ich. Machen wir. 3, 2, 1, go. Das ist noch in Englisch, ne?
Ist auch besser so. Wir fangen. Ich treffe das nicht, ey. Also, Spot Scramble ist echt nicht meins, ne, Leute? Das gibt's nicht. Was mache ich denn da wieder falsch? Also. Und dann fange ich den Ball nicht. Also, was? Nee, nee. Ach, Leute. Ich hätte mir doch Red Matter runterladen sollen. Ey, ich schmeiß doch nach links. Leute, das kann ich euch doch so nicht zeigen, ey. Aha. So. Ach, das gibt es doch nicht. Wie schmeißt man denn? Ja, ich sollte vielleicht die anderen Tutorials nochmal spielen. So, jetzt. Ach. Das ist doch nicht normal. Ach, das war mit dem Gucken, ne, Leute? Oder? Ach, ich kann hier mit dem Analogstick. Boah, Leute, warum sagt mir das denn keiner, ey? Ja, ich sag ja, man hätte das andere Tutorial nochmal spielen sollen. Jetzt geht's. Ja, hallo? Achso. Ja, schon später mal. Auf. Drüber schmeißen kann man auch. So, aber jetzt. Ist das jetzt fertig? Was denn für verschiedene Ballsorten? Ich habe keine anderen Ballsorten. Ich wollte nicht veräppeln. Das ist ja was kaputt. So, ich treffe jetzt den komischen. Das müsste ich doch so einen Tennisball kriegen, oder nicht? Kriege ich aber nicht. Hallo? Das ist doch kaputt. Was mache ich denn da wieder falsch, Leute? Ja, aber ich krieg doch den anderen Ball nicht. Oder seht ihr das? Da seht ihr doch genau wie ich, ne? Jetzt ist er runtergefallen. Da ist doch was in Argen. Ne, da gehen wir jetzt raus, Leute. Ich weiß noch nicht wie Menü, ne? So, ne. Das ist wieder voll, also es ist buggy. Da kann mir doch einer erzählen, was er will. So, ich treffe das doch die ganze Zeit und ich kriege aber keinen komischen Ball. So. Ja, das geht auch. Ja, was ist denn das für ein Kram? Nein. Da komme ich nicht mehr raus, Leute. Ne, jetzt hat er mich getroffen. Also das ist doch jetzt, das macht mir jetzt keinen Spaß. Also, wir gehen jetzt mal einmal da raus. Ja, möchte ich. So. So, wir spielen das jetzt nochmal. Ja, komm. Sorry, Leute. Das gehört dazu. Ja, komm. Ich packe mir aber hier nicht wieder ein. Mach das weg. Natürlich wäre es nicht Sport Scramble ohne etwas durcheinander. An dieser Station üben wir den Umgang mit verschiedenen Arten von Würfen. Ja. Los geht's. Ja, komm. Geh mir nicht auf den Keks. In Sport Scramble kannst du außer einem Baseball noch viele andere Dinge für einen Wurf nutzen. Haben wir alles schon machfällig. Wasserball, Frisbee, Bowlingkugel und Hockeypuck sind nur einige Beispiele. Ja, jetzt werde ich ein bisschen... Scramble-Ziele wie diese erscheinen vor jedem Wurf vor dem Fänger. Ja, komm. Wenn du eines dieser Ziele triffst, erhältst du diese Sorte Ball für deinen nächsten Wurf. Ja, komm jetzt. Fangen wir mit dem Frisbee an. Ja, hab ich schon. Zertrümmere das Frisbee-Ziel mit einem Wurf. Fang mit diesem Ball an. Bla, bla, bla. Komm, mach jetzt. Zertrümmere das Frisbee-Ziel. Ja, und jetzt. Super. Super. Nachdem du ein Scramble-Ziel zertrümmert hast, erhältst du weitere Wurfoptionen, wenn du den Handschuh öffnest. Jetzt fange den Ball vom Fänger. Ja. Komm, werf. So, und jetzt krieg ich eine Frisbee. Seht ihr?
Das habe ich doch vorhin nicht gehabt, oder? Jetzt nimm das Frisbee und wirf es zum Fänger. Schön. Ja. Wie du siehst, hat jede Ballart andere Auswirkungen aufs Spiel. Das Frisbee fliegt beispielsweise immer eine Kurve und ist damit für deinen Gegner schwer zu treffen. Unterhalten wir uns jetzt über Wechselbälle. Scramble-Ziele in dieser Farbe sind Wechselbälle. Ja, komm, wird ein Wechselball geworfen, ändert er bei Kontakt den Schläger deines Gegners. Dieser Schlagmann hat gerade einen klassischen Holzschläger. Ja, ich weiß. Lass uns versuchen, das zu ändern. Ja, der kriegt dann Fisch. Triff das Frisbee-Ziel noch einmal. Ja, mach ich jetzt. Komm, werf. Du Figur da. Super. Ja. Da kommt der Ball vom Fänger. Ja, komm, mach. Jetzt geht das wieder los. Wie du siehst, ist das Frisbee jetzt von einem Effekt umgeben. Das heißt, es ist jetzt ein Wechselball. Jetzt wirft das Wechselfrisbee auf den Schlagmann. Auf den Schlagmann. Sehr schön. Dein Gegner hat jetzt einen schlaffen Fisch als Schläger. Und er ist wesentlich schwächer als der Holzschläger. So. Den gegnerischen Schläger zu vertauschen, kann im Spiel eine gute Strategie sein. Setze es mir gerade schon erzählt. Schließe die Station ab, indem du unterschiedliche Ballarten wirfst. Ja. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Oder habe ich da was falsch gemacht, Leute? Das wäre jetzt peinlich, ehrlich. Ja, komm. Nochmal. Ja. Go. So. Ich habe das immer sofort da rausgenommen, ne? Kann das sein, Leute? So. Ich kann das so und dann. Nee, dann habe ich es gerade falsch gemacht. Das tut mir leid. So, und jetzt mache ich das auf und dann kommt der Ball. Bitte. Vielleicht mit einem Wasserball. Ja, toll. So, mache ich das auf. Und jetzt kommt die Frisbee. So. Komme ich jetzt. Aber gut, dafür sind ja auch Tutorials da. Dadurch könnt ihr auch nur lernen, wenn ich alles immer falsch mache. Also ihr müsst den Handschuh öffnen und dann kommt oben ein anderes Spielgerät. So, jetzt habe ich einen Rugby. Hab geschafft. Also Handschuh öffnen, ne? Ja, hallo. So, Scramble-Würfe abgeschlossen. Zack. So, ja. Schlagrund. Ich muss ja auch mal schlagen. Das habe ich noch gar nicht gemacht, ne? So, das Ding wird jetzt übrigens auch für die Rift erschienen. Ist für die Rift erschienen. Jetzt kann man dann Crossplay machen. Sollten wir mal quasseln, dann sollten wir mal zuhören, ne? Jetzt raff ich gleich wieder nicht, was ich machen muss. Als Schlagmann lautet dein Ziel, möglichst viele Runs zu erzielen, bevor dein Gegner 3 Outs schafft. Ja. Runs erzielst du, indem du Wurfbälle ins Spiel schlägst. Ja, mach ich. Du hast dich entschieden, mit rechts zu schlagen. Ja. Daher nimmst du den Schläger in die rechte Hand. Ja, wo ist der Schläger? Oh, da ist der Schläger. Du kannst jederzeit die Schlaghand wechseln. Dazu greifst du den Schläger mit deiner freien Hand, indem du die Greiftaste gedrückt hältst. Ja. Das schön. Ist wie beim Tennis. Auf diese Art kannst du jederzeit die Hand wechseln. Fangen wir mit ein paar einfachen Schlägen an. Ja, komm, dann mach mal. Hallo? Zuerst machen wir uns mit dem Schwingen vertraut. Schlage mit einer natürlichen Schwungbewegung den Baseball vor dir. Den Ball sofort. Das war jetzt komisch. Super, du hast es drauf. Noch einmal. Das fühlte sich aber jetzt nicht echt an, Leute. Das fühlte sich jetzt komisch an. Ja, irgendwie ist der Ball vorher weg, bevor ich ihn treffe, so vom Gefühl. Also ganz komisch, weiß ich nicht, wie ich beschreiben soll. Schlage mit einer natürlichen Schwungbewegung den Baseball vor dir. Hallo? Ja, wo ist denn hier ein Baseball vor mir? Hallo? Mach ich schon wieder was? Schlage mit einer natürlichen Schwungbewegung den Baseball vor dir. Hier ist kein Baseball vor mir, oder sehe ich schon wieder hier was nicht? Leute. Schlage mit einer natürlichen Schwungbewegung den Baseball vor dir. Kann man wohl ziemlich veräppeln oder was?
Hier ist kein Baseball, seht ihr eindeutig. Oder mache ich schon wieder was falsch? Hier ist kein Baseball vor mir. Oder seht ihr hier? Schlage mit einer natürlichen Schwungbewegung den Baseball vor dir. Geh mir nicht auf den Keks, Kollege. Ja. Ist ein tolles Tutorial. Ich bin echt schwer begeistert, Leute. Also nochmal raus. Ja, möchte ich. Das gibt's doch nicht, oder? Es gibt so Tage, da hat man verloren, ne? So wie jetzt. Ne, das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Ja, ich weiß, wir werden das schlagen und. Nach den Wurfgrundlagen von Sport Scramble machen wir uns jetzt an die Schläge. Ja, komm. Komm, Kollege. Als Schlagmann lautet dein Ziel, möglichst viele Runs zu erzielen, bevor dein Gegner 3 Outs schafft. Runs erzielst du, indem du Wurfbälle ins Spiel schlägst. Ja. Du hast dich entschieden, mit rechts zu schlagen. Aber gut, dass ihr bei YouTube vorspulen könnt, ehrlich. Hand. Ich kann ja nicht vorspulen jetzt. Du kannst jederzeit die Schlaghand wechseln. Hab ich. Schön. Hab ich schön, hab ich toll. Auf diese Art kannst du jederzeit die Hand wechseln. Ja, kann ich. Fangen wir mit ein paar einfachen Schlägen an. Ja. So, da kommt jetzt ein Ball, Leute. Da ist ein Ball. Zuerst machen wir uns mit dem Schwingen vertraut. Ja. Schlage mit einer natürlichen Schwungbewegung den Baseball vor dir. Ich schlage jetzt mit einer normalen. Leute, der geht schon, bevor ich den treffe. Super, du hast es drauf. Aber er sagt noch super. Noch einmal. So, wir machen das jetzt nochmal. Da ist der Ball, ne? Ball Nummer 2. So. Jetzt schlag ein paar Würfe zurück. Um einen Wurf zu treffen, der war gerade nicht da. Das kann mir einer erzählen, was er will. Also ich fand es mal nicht doof. Ja. Probier's mal. Ja, komm. Okay. Noch einmal. Das fühlt sich nicht ganz so toll an wie beim Tennis. Schlag noch ein paar Bälle, um diese Station abzuschließen. Ja. Also das gefällt mir jetzt nicht ganz so. Also da fand ich das mit dem Tennis. Eigentlich spielt man ja auch so Baseball mit 2 Händen, nicht mit 1, ne? Also das weiß ich nicht. Das gefällt mir jetzt nicht so. So, kriege ich dafür eine Trophy, wenn ich alle Fensterscheiben kaputt mache? So. Hier. Und hier. Und nicht hier. Ne, war nicht so toll. Egal. Aber das ist doch buggy, Leute. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ja, super toll, ey. Ich wollte eigentlich nur noch mal kurz Baseball abschließen. Okay, Nummer 5. Machen wir wahrscheinlich auch 2-mal. Weil irgendwas buggy ist. Nicht aufregen, nicht aufregen. Alles cool. Oh, das sieht ein bisschen besser aus wie die komische Halle. Warum um immer Baseball-Scrambler Erfolg zu haben, brauchst du einen Schläger mit dem im Hintergrund, Home Run schlagen kann. Ja, an dieser Trainingsstation lernst du, wie du deinen Startschläger stark verbesserst. Aha. Ja, komm mal. Als Schlagmann musst du Bälle ins Spiel schlagen, damit deine Läufer die Base erreichen können. Ja. In Baseball Scramble wirst du für jeden erfolgreichen Schlag mit einer Schlägerverbesserung belohnt. Ja, lass uns mal sehen. Ja, lass uns du fängst jedes Inning mit einem Holzschläger wie diesem hier an. Hab ich. Dieser Schläger ist durchschnittlich und zu schlecht, um einen Homerun zu schlagen. Aha. Lande einen Treffer, um den Schläger zu verbessern. Mach ich. Komm, werf. Schmeiß. Mach. Hallo? So, der war doch gut. Zack. Du bist raus. Ja, du bist raus. Und jetzt? Ausball. Ausball. Ach, da darf ich. Ich muss wahrscheinlich hinter den weißen Linien bleiben. Ich bin nicht so Baseball, kenne ich nicht so gut, Leute. So. Ja, und jetzt? Ich denke, mein Schläger wird besser. Aha. Mit diesem Schlag hast du deinen Holzschläger zu einem Metallschläger verbessert. Das sieht man. Dieser Schläger ist für die meisten Würfe gut geeignet und kann auch Homeruns erzielen, vor allem bei einem klassischen Baseball. Kann. Lande noch einen Treffer, um den Schläger weiter zu verbessern. Also nochmal, komm Leute. Und jetzt. Ja komm, mach. Ein Single. Aha. Sehr gut.
Dein Metallschläger wurde jetzt zum goldenen Schläger verbessert. Ach, jetzt habe ich die dicke Schläger Goldene. Ist der beste Schläger des Spiels und kann für ziemliche Hämmer sorgen. Ja, komm, mach. Probier ihn mal aus. Mach ich. Ich hau das Ding in die, in die komische Leinwand da hinten. Jetzt wieder 5 Punkte. Mach ich doch glatt. Oh, mach. 3, 2, 1. Ja, so. Wieso kann ich denn nicht damit hochschlagen? Ein Double. Ja, eins. Ein Double heißt, er kann jetzt 2 Felder laufen, ne? 1, 2, ja. Ja, mehr weit. In die Leinwand. Ein Double. Ja, fast. Leute, ein Double. Hi. Und jetzt in die Leinwand. Ein Double. Oh. Wie feste muss ich denn hauen, damit ich den Home Run schaffe, Leute? Das Ding geht sonst wohin. So. Home Run! Ja, geht doch. Hey, Home Run. Juhu. Also der war nicht so gut, ne? Das hat er sofort gefangen. Aber trotzdem noch einen Punkt gemacht. Aber jetzt komm. Also das ist nicht ganz so einfach, die Tennis und Bowling, muss ich sagen. Ein Double. Habe ich jetzt die Punkte gemacht? Achso, die müssen 5 Leute hier rumrennen, ne? Komm mal. Der war schön aus dem Handgelenk und... Ein Double. Geschafft. Erfolg. Sogar 6. Ein mehr. Was ohne doppelt machen. Gratulation. Du hast die Grundlagen von Baseball Scramble gemeistert. Es warten noch 2 weitere Trainingsstufen auf dich, in denen du Würfe und Schläge mit beliebigen Ball- und Schlägerkombinationen üben kannst. Also habe ich jetzt alle Tutorials durch von Sport Scramble. Schön. Jetzt kriegt ihr einen Trophäe, ne? Jawohl. La la la. Pokal. So. Trophäe freigeschaltet. Und da ist das Ding. Ja, komm. So. Zielobjekt freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So. Dann gehen wir dahin. Nein, das möchte ich nicht. Dann gehen wir zurück. Und dann machen wir mal ein schnelles Spiel. Einrichtung Baseball. Schwierigkeit normal. Strikeout machen wir 3. Ich lasse einfach mal alles, wie es ist, weil ich kenne mich da echt nicht so mit aus, Leute. Mit Baseball. So. Aha, ich bin wieder der Fänger. Oben des ersten Innings. Mach dich wurfbereit. Ich habe keine Ahnung, Spielball. Leute. Und der Wurf? So. Jetzt muss ich das, dass der hintere Puppe das fängt, oder wie war das? Strike. Ich glaube, das war richtig. Das ist der erste Schlag. Das war jetzt gut, ne? Jetzt habe ich hier eine Billardkugel. Jetzt kann ich mir aussuchen, was ich möchte. Ich möchte dann einen Frisbee haben. Das hat er jetzt getroffen und... Out. Das ist das erste Out. Habe ich denn immer noch? Jetzt habe ich einen Frisbee. Golfball. Hat er jetzt da hinten hingeschlagen und... Ein Triple. Dein Gegner hat jetzt einen Metallschläger. Aha. Ja, schön. Ich habe... Ping-Pong. So, wir nehmen jetzt da das Goldene. Sieht gut aus, ne? Hat er das Ding getroffen? Das ist ein Single. Achtung, dein Gegner hat jetzt einen goldenen Schläger. Ey. Aha, ich habe hier so... jetzt kann ich den... Wenn er den trifft, dann kriegt er jetzt irgendwie so einen Fisch oder was, ne? Ein Double. So. Ein Hockeyschläger. Ich habe jetzt... So, dann möchten wir den Puck, der ist schön klein. Strike! Strike! Das ist der erste Schlag. Ja. Ist das schlimm, wenn ich den nicht fange? Kriegt der andere... Nee, ne? Jetzt habe ich einen Puck, den... Hat der den getroffen? Hat der das gesehen?
Das ist ein Double. Dein Gegner hat jetzt wieder einen Holzschläger. Ja. Also wenn man dann trifft, bekommt man seinen Schläger wieder. Den Fisch möchte ich. Das ist doch mal was Cooles. Ball. Hat er nicht geschafft. Jetzt habe ich so einen Fisch. Guck mal. Findet Nemo, ne? Du hast eine Trophäe. Ich habe eine Trophäe. Das ist der erste Schlag. Ich habe irgendeine Trophäe erhalten. Ein Beachball ist doof, ne? Hat er das geschafft? Oh, Leute. Out. Out. Das sind zwei Outs. Ist das gut? 3 zu 0. Nee. Ach, Leute. So. Dann habe ich die Frisbee aber wieder. So. Und nicht getroffen. Ha. Komm, werf. Hallo? Das ist ein Single. Dein Gegner hat jetzt einen Metallschläger. Wieder ein Fisch. Hallo, Fisch. Da war mein Tricking kurz weg. Ich dachte, jetzt ist wieder meine Quest abgestürzt. Also wirklich. Da hat er den Fisch getroffen. Du bist raus. Du und bist da raus. Ist das dritte Out. Seitenwechsel. Aha, also drei Leute raus, dann, also dreimal out, dann wird gewechselt. So, jetzt muss ich schlagen. Mach dich schlagbereit. Ich bin schlagbereit. So. Und das finde ich blöd, dass man das nicht mit zwei Händen machen kann, Leute. Das ist echt doof. Weil beim Baseball spielt man eigentlich mit zwei Händen, meine ich. Was war der denn hier unten so tief? Ein Double. Aha, ein Double. Ha, hier. Du hast einen Metallschläger verdient. So, Metallschläger. Jetzt hau ich dir das Ding sonst wohin. Komm her. Ey, aber getroffen. Raus mit dir. Das ist das erste Out. Was war das? Finde ich aber jetzt nicht lustig. So, der ist aber Homerun, ne? Nein, ein Double. Ein Double. Eine Schwimmnudel. Was soll ich mit einer Schwimmnudel? Ihr seid hier bekloppt. Ich glaube, es hackt. Ey. Ja, aus. Das ist ein Golfschläger. Ja. Ein Quatsch hier. Der ist aber nicht aus. Ein Fehler. Ein Single. Ein Schaumstofffinger. Ein Schaumstofffinger. Hallo. Das ist doch kein Baseball. Das ist doch albern. Das ist ein Single. Du hast jetzt wieder einen Holzschläger. So. Jetzt habe ich wieder ein vernünftiges hier zum Hauen. Das sind Mann. Zwei Outs. Wirklich lenken kann man den Ball, glaube ich, auch nicht, wo der hinfliegen soll, ne? So, aber der ist noch drin. So, der muss da hinlaufen. Also das ist ein Single. Ja, ein Single. Eine Schwimmnudel. Wieder diese blöde Schwimmnudel, ey. So, habe ich doch gut getroffen, oder? Jetzt fang den nicht, du blöd. Der fängt los den. Und da ist Out Nummer 3. Seitenwechsel. Wie viele Punkte habe ich? 3 zu 2. Naja, alles noch drin, ne? Aber das dauert lange, so ein Spiel, ne, Leute? Da sind bestimmt wieder meine Akkus hier von meinen Kameras leer oder irgendwie so Gedöne. Hier kommt der Wurf. So. Strike. Strike. Das ist der erste Schlag. Ja, das war der erste. Ja, und jetzt habe ich den Bowling-Button. Wie cool ist das denn? Und du bist raus. Das ist das erste Out. Raus. Ach, nicht gefangen. Komm, war das ja nicht schlimm, ne? So, ich habe hier so ein Billardkugel. Und jetzt kriegt er irgendwas anders, weil er das ja getroffen hat. Du bist raus. Das sind zwei Outs. Dein Gegner hat einen Tischtennisschläger. Aha. So, wieder die Billardkugel. Das fand ich cool, die Bowlingkugel. Das kennt ihr mit dem Drehen, das habe ich nicht drauf, ne? Ball! Ha! So. Eine Ananas. Und dann noch so dick jetzt hier. So. Oh, nicht schlecht. Ausball! Dein Gegner hat einen Profischläger. Wie hört ihr den zum Profischläger? Das finde ich jetzt nicht gut. So, wir nehmen wieder die Ananas. Strike!
Das ist der zweite Schlag. Das ist der zweite Schlag. Ich raff nur nicht, wie oft der daneben hauen darf. Ausball! Dein Gegner hat einen Fisch. Hat einen Fisch? Ich habe hier keine Ahnung. Was ist das denn? Aus. Und da ist Out Nummer 3. Und Seitenwechsel. Seitenwechsel. Tschüss. So, jetzt brauche ich nur einen Punkt machen. Wahrscheinlich aufgeholt. So. Ein bisschen rallig das ja jetzt. Was ist das denn hier? Hallo, ich habe dich vorher gar nicht gesehen. So. Und hier kommt und der das Ding vom Kopf. Ball. Mann, du. Ah, den fängt er, ne? Das ist ein Single. Nee, ein Cricketschläger. Puh, noch geschafft. Oh Leute, wie lange geht denn das noch? Ich wollte eigentlich nur kurz noch im Baseball reinschauen heute. Abend. Er lässt ihn fallen. Ein Single, ein Billardkö. Ja, toll. Billardkö. Wer denkt sich denn sowas aus? Du bist dran. Ein Cricketschläger. Ich hab noch keinen rumgekriegt, ne? Immer noch 3-2. Aber jetzt kommt, komm. Kriegen wir hin. Das ist ein Single. Ja. Du hast jetzt wieder einen Holzschläger. So, komm, der muss jetzt durch, dann ziehen wir gleich. Ach, das war doch scheiße. Raus, das ist das zweite Out. Ach, da oben steht ja auch 3-2, ne? Und ich habe da zwei rote, dann sind die Outs. Ach, der ist auch out. Das ist ein Tennisschläger. Ja. So Leute, aber jetzt kommt. Alter! Das ist ein Tischtennisschläger. Oh Leute. Schmeißt du mir das Ding dann vor mir, ey? Du musst hier an der Seite. Na, aber jetzt. Nicht fangen. Out und da ist Out Nummer 3. Oh, ich fass es nicht, ey. Wie viele Runden sind denn das? 3, ne? 3 dritte Inning. Also das wiederholen wir irgendwann mal. Und hier kommt der Wurf. So. Das ist ein Single. Dein Gegner hat jetzt einen Metallschläger. Ja, ganz toll. Hat der den noch gekriegt? Und ein Triple. Dein Gegner hat jetzt einen goldenen Schläger. Dein Gegner hat jetzt einen goldenen Schläger, ja. Ey, der hat schon einen durchgebracht, 4-2. So, du bist jetzt hier. Ein Triple. Boah, das gibt's nicht. Dein Gegner hat einen Profischläger. Ja, ganz toll. Ja. Ich will da. Strike. Ja. Das ist der erste Schlag. Geht doch. So. Wo schlägst du den hin? Ah, das ist das erste Out. So, dein doch. Gegner hat einen Tischtennisschläger. So. Und ich habe wieder die Billardkugel. Ach, Billardkugel, Bowlingkugel. Ach Leute, ich um Bowling, ne? Ja. Kann ich selber fangen. Du bist raus. Das sind 2 Outs. So. Ja Leute, jetzt muss ich mal echt hier noch anstrengen. Dann habe ich eventuell sogar noch eine Chance, vielleicht. Strike. Das ist der erste Schlag. Komm mal. Ich habe irgendwie so einen Wasserball hier. Den sollte man ja wohl treffen, ne? Fang den! Und so. Da ist das dritte Out. So, 5-2. Jetzt habe ich noch eine Chance, glaube ich. So. Mach dich schlagbereit, bin ich. Bock! Na komm, mach jetzt, ey. Das ist egal, dann kann ich durchhauen, ne? Ja. Und der Wurf? Komm. Ach, der war doch jetzt schön, oder nicht? Das Minimum Triple. Ein Double, ey. Metallschläger verdient. Ja. So. Aber jetzt komm. Ach, ich hab's aber noch irgendwie getroffen, ne?
Das ist ein Double. Der du hast dir den goldenen Schläger verdient. So. 5-3, jetzt komme ich. Mach fertig. Ja. Das ist ein Double. Ja, jetzt habe ich ihn drauf. Ne? Die auch. 5-4. Das Ding, das gewinne ich hier noch, also ehrlich. Ja, man kann auch so von unten nach oben hauen. Ein Cricket-Schläger. Ein Out. So, er kommt her. Oh, das ist ein Golfschläger. Leute, das ist ein Ananas, die geht jedes Mal kaputt. Muss das so? Komm, mach hier deinen Golfschläger. Der ist aber noch drin, der zählt noch, Ein Triple. Sogar ein Triple, Leute. Du hast jetzt wieder einen Holzschläger. Da habe ich einen Holzschläger und der läuft bis zu der Base, ne? Ja. So, jetzt ein und dann bin ich echt, dann gehe ich sogar in Führung, Leute. Ach Mann! Eine Schwimmnudel. Jetzt kriege ich so eine blöde Schwimmnudel. Einen habe ich noch. Komm, ey. Da steht keiner, ne? Das ist ein Single. Du hast das Match gewonnen. Ich hab gewonnen, Leute. Na, guckst du, ne? Knapp, aber gewonnen. Ich glaube, ich bin getroffen. Okay, freigeschaltet. So, da hat er sie. Super. In Richtung Baseball-Match. Nein, wir gehen wieder raus. So, und raus. Gut. So. Ja, das war dann Baseball. Wir haben sie alle durch. Tennis, Bowling, Baseball. Ja, Baseball ist gar nicht so schlecht. Da habe ich eigentlich echt gar nichts erwartet. Und das macht mir echt Laune. Gar keine Frage. Gucke ich gerne nochmal rein. Gut, jetzt schulde ich euch nur noch den Multiplayer. Da schauen wir nächste Woche rein. Und dann haben wir Sports Scramble fast durch. Ja, vielleicht danach nochmal ein paar Let's Plays. Einfach so, just for fun. Ich schau mal. Gut, also das Spiel ist jetzt in Deutsch, komplett lokalisiert, wie ihr gehört habt. Finde ich top. Und ja, wie gesagt, Baseball macht mir auch Spaß. Jetzt muss auch der Multiplayer ein bisschen rocken und schon tendiere ich so, okay, 30 Euro sind immer noch viel Geld. Aber es macht Spaß, okay, also muss jeder echt für sich selber wissen. Also es ist Arcade-Sport, ist klar, ne? Gut, dann lasst mir ein Däumchen da, würde mich freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Nächste Woche gibt es Red Matter mit Ton bei mir. Und Timestall noch am Wochenende. Ich warte noch auf den Key. Mir wurde eigentlich einer zugesagt, deswegen habe ich es noch nicht gekauft. Nur, ihr braucht für das Ding einen Platz, habe ich schon gelesen. 2x2 Meter. Aber da gucken wir dann auch morgen übermorgen rein. Leider diesmal ein bisschen verzögert, Leute, tut mir leid. Alles auf einmal geht nicht. Und ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit Baseball, auch wenn die anfänglichen Tutorial-Schwierigkeiten jetzt nicht so brillant waren von mir. Aber gut, gehört dazu. Einmal war ich blöd und einmal hat das Spiel einen Fehler gehabt. Gut, dann bye bye, euer Toxic, bis die Tage. Ciao.